Inselstadt Swijarsk, die zu Russland gehörende Teilrepublik Tatarstan, ist reich an kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten. Einen Tagesausflug wert ist mit Sicherheit die Inselstadt Swijarsk. Swijarsk war einmal eines der herausragenden Zentren der Christianisierung der Tataren und wurde vom Zaren Iwan dem Schrecklichen für den Angriff auf Kasan, die damalige Hauptstadt des Khanats Kasan, gegründet. Um die Festung möglichst unbemerkt zu errichten, ließ der Zar Iwan der Schreckliche erst eine komplette Stadt aus Holz am Oberlauf der Wolga aufbauen, dann die Gebäude in ihre Einzelteile wieder zerlegen und stromabwärts transportieren. Am Zusammenfluss von Wolga und Swijaga, rund 30 Kilometer westlich von Kasan, wurden die Bauteile wieder zusammengesetzt. Interessant ist, dass zur Insel die Siedlung erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Flutung des Kuibyschewer Stausees wurde. In der Sowjetzeit war in den Gebäuden der früheren Klöster ein Gefängnis, später ein Umerziehungslager für obdachlose Jugendliche. Das zentrale Maria-Himmelfahrtskloster beherbergte noch bis 1994 eine psychiatrische Klinik. Mittlerweile ist Swijarsk ein historisches Dorf, das Kulturdenkmäler, sehenswerte Klöster und die älteste christliche Kirche an der Wolga beherbergt. Die hölzerne Dreifaltigkeitskirche wurde laut Überlieferung an einem Tag und ohne einen einzigen Nagel erbaut. In der Kirche soll Iwan der Schreckliche vor der Eroberung Kasans um diesen Erfolg gebetet haben. Swijarsk hat sich mittlerweile zu einem Touristenzentrum entwickelt. Streng genommen ist der Ort keine Insel mehr, weil er durch einen Damm mit dem Festland verbunden ist. Erreichbar ist das Dorf sowohl per Bus als auch im Sommer per Boot. Auf der Museumsinsel können Besucher nicht nur historische Bauwerke bewundern, sondern auch authentische Ritterkämpfe bestaunen oder sich im Bogenschießen und Axtwerfen versuchen. Und in den Kirchen werden wieder Gottesdienste gefeiert.